dass wir aber noch mal vorbeikommen sollten. So, und wir gucken jetzt erstmal, was wir da hinten noch machen können. Weil da ist noch ein gelber Pfeil. Ein gelber Pfeil bedeutet eigentlich immer was Gutes. Beziehungsweise ein grüner Pfeil ist auch noch da. Die Frage ist, wo sind die jetzt aktiviert? Hier ist es nicht. Du sollst nicht dagegen laufen. Hallo. So, ach, da vorne. Okay, ich sehe es. Den Stall habe ich aber doch noch nicht gemacht, oder? Heute. Werbung für Fort Pinter. Hallo, wie geht's? Willkommen in Fort Pinter. Ich bin James und ich bin der Leiter hier. Im Moment habe ich ehrlich gesagt super viel zu tun. Siehst du all diese Leute da? Sie alle wollen ihren Ausflug durch einen Ausritt am Strand verschönern. Auf meinen Pferden und ihre Kinder. Sie sind überall. Zumindest kommt mir das so vor. Also, das mag sich jetzt komisch anhören, aber irgendwie mag ich diese Leute trotzdem. Sie bezahlen immerhin meine Rechnung, nicht wahr? Ja, und du hoffentlich meine. Hänge Poster auf, okay. Da müssen wir hin. Hier vorne links nicht, okay. Ja, ich dachte, der bleibt dann stehen, aber okay. 5 Poster müssen wir aufhängen. Gut. Fort Pinter's Tables. Komme ich da? Doch, da müsste ich so rankommen. So, wollen wir denn noch was? Hier drunter eventuell. Nee. Ja, ich weiß, aber ich muss erstmal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ach, da hinten ist noch was. Ah. Ah, aha. Na los. Sehr gut. Okay, eins fehlt aber trotzdem noch. Hier doch nicht. Ist es das oder ist es... Nee, das ist doch der Wagen, oder? Okay. Das dürfte der Wagen sein. Aber irgendwo hier soll noch eine Stelle sein. Eigentlich. Nee, der Wagen ist blau. Moment, dann ist es doch nicht der Wagen. Tada! So, da ist er. Werbung. Wow, ich kann nicht glauben, wie toll das aussieht. Dieser Ort wird von Touristen platzen. Dankeschön, Dankeschön. Hey, weißt du was? Es gibt da diese Sache, die ich gerne machen würde, zusätzlich zu der Arbeit mit den Stellen. Du magst mich jetzt für verrückt halten, aber ich liebe Postkarten und würde gerne meine eigenen machen. Das wäre außerdem eine gute Methode, um noch etwas mehr Geld aus den Leuten zu schütteln, die zukünftig über unsere Reitbahnen herfallen. Ich möchte ein paar schöne Fotos machen und dann Postkarten daraus machen. Das Problem ist, dass ich die Speicherkarte von meiner Digitalkamera verloren habe. Und jedes Mal, wenn ich zum Geschäft gehe, ist geschlossen. Haha.
Ich habe schon eine neue Karte online bestellt und bezahlt. Ich muss sie nur noch abholen. Könntest du das vielleicht für mich machen? Ja, klar. 25 Schilling ist jetzt nicht viel dafür, aber das machen wir doch gerne. Wenn du mir sagst, wo ich hin muss. Der Kreis ist hier vorne. Heißt das jetzt, dass ich jetzt bei den normalen Geschäften die Karte abholen? Doch, da vorne, glaube ich, ne? Ja, nicht ganz stehen bleiben, bitte. Habe ich die jetzt schon? Oh, das ging aber schnell. Okay. Endlich, du hast die Speicherkarte. Danke. Wem mache ich was vor? Ich habe ja gar keine Zeit, um Fotos zu machen. Vielleicht könntest du das auch für mich machen und dann könnte ich daraus Postkarten machen. Hier hast du die Kamera. Reite ein wenig in der Gegend herum und schieße ein paar Fotos. Das wäre super. Ja, kein Thema. Irgendwelche besonderen Fotos oder? Ja, irgendwelche besonderen Fotos. Da hinten muss ich hin. Okay. So. Tschüss. Sollte ich jetzt ein Foto von mir selber machen? Oder bin ich jetzt einfach nur zu übermütig hier? So, okay, dann schauen wir mal eben. Rechts von uns sollen wir noch ein Foto. Ach, da hinten. Ja, nehme ich immer gerne an. Ihr da draußen dürft mir übrigens auch gerne Freundschaftsanfragen schicken. Das Einzige ist nur, Einladung zu einer Gruppe, okay. Das Einzige ist nur, dass ich nicht immer die Nachrichten hier lese. Also wenn ihr mich anschreibt, seid mir bitte nicht böse, wenn ich da mal nicht sofort oder gar nicht drauf reagiere. Wieso ist der jetzt blau? Ich bin da noch nicht fertig mit den Bildern. Hey, komm, reit weiter. Das ist dann auch nicht böse gemeint. Es kann aber auch sein, dass ich das dann einfach viel zu spät lese. Es tut mir dann wirklich, wirklich leid. Aber wenn ich dann hier gerade was im Aufnehmen bin und irgendwo am Questen bin oder so, dann achte ich da jetzt nicht so drauf. Schande auf mein Haupt. So, hier noch ein Foto. 4 von 6, okay. Ne, zur anderen Seite. Da oben scheint noch was zu sein. Ah, hier, ja. Okay. Und dann habe ich hier rechts schon gesehen, dass da noch was ist. Ah, ich bin auch im Bild. Na toll. Ich dachte jetzt, dass der einen Leuchtturm fotografiert, aber gut, dann halt eben nicht. So, dann reiten wir jetzt mal eben zurück und geben ihm die Bilder ab. Bekommen hoffentlich gut Geld dafür. Naja gut, es waren nur 25 Schilling, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für das, was man hier eigentlich alles ausgeben würde an Schilling, es ist natürlich wahnsinnig wenig Geld, was man hier überhaupt verdient. Aber gut, ich meine, das Spiel ist jetzt natürlich nicht dafür ausgelegt, dass man ja, machen kann, was man möchte. Man kann es halt nur bedingt.
Sprich, man kann halt nicht verschiedene Sachen großartig kaufen, weil es zu teuer ist. Die sind super. Weißt du was? Warum machst du das ab jetzt nicht immer, Fotos für mich, wenn du hier bist? Die Touristen werden verrückt nach denen sein. Ja, okay. Von mir aus. Du hast es dir wirklich verdient, meine Reitstrecke auszuprobieren. Ich finde wirklich, du solltest es versuchen. Es macht richtig Spaß. Können wir gerne machen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich hier reiten muss. Ach, die geht nach unten, glaube ich, ne? Ach, diese gelben, das sind Richtungspfeiler, kann das sein? Also Richtungspfeiler, nicht Richtungsweise, meine ich. Hat ein bisschen was von GTA, nicht GTA. Von Gran Turismo. Wo halt zu fährt. So. Ah, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Voll am Schnaufen hier. Nein, 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 nein. Oh. Och, lauf, Mensch. Jetzt bleib hier nicht in so einem blöden Bug hängen. Los, mach hin. Das war doch jetzt scheiße, ehrlich. Ich konnte jetzt keine Ahnung, dass ich da auch noch hängen bleibe. Nein, 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 nein. Los, reite. Reite. Stopp. Du sollst richtig rumreiten. Oh, beweg dich. Los. Pferd. Los. Oh, das kann es doch nicht sein. Ich habe hier sowas von verkackt gerade. Die Zeit demnächst zu unterbieten, das sollte nicht schwer sein, ganz ehrlich. Erfolg freigeschaltet. Übe die Gangarten. Ach so, das war darauf ausgelegt, dass ich zwischendurch langsamer werden sollte. Das hätte man mir auch vorher sagen sollen. Nein, lauf! Oh, komm schon. Sunny Princess, beweg deinen Hintern. Los. Na toll. Ich habe noch nicht mal Bronze bekommen. Was war denn das für ein Mist, bitte? Toll, scheint so, als wärst du eine tolle Reiterin und eine grandiose Fotografin. Ja, du mich auch. Ich habe ja noch nicht mal Bronze bekommen. Zurück zur Strecke mit dem Bus ins Shoppingcenter. Hallo Susanne. Ach, ich... Warum ich seufze? Naja, ich habe fast keine Kleider mehr, die ich an die Touristen hier verkaufen kann. Manche würden sagen, ein Luxusproblem, aber trotzdem ein Problem. Früher habe ich die neuen Kleider immer in Jorvik City bestellt und liefern lassen, aber seit kurzem klappt das irgendwie nicht mehr so richtig. Irgendwie landen die Lieferungen immer im Straßengraben, gehen verloren oder etwas anderes passiert, sodass ich keine Sache mehr zum Verkauf bekomme. Ich sollte ja selbst nach Jorvik City fahren und alles abholen, aber wer kümmert sich dann um die Touristen? Also Susanne, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du für mich nach Jorvik City ins Shopping Center fahren und die bestellten Kleider für mich abholen? Du machst das? Danke, Susanne. Und nimm doch gleich die Pferdeausrüstung mit, die ich bestellt habe, wenn du schon dort bist.
Wie man ins Shopping Center nach Jorvik City kommt? Das ist ganz einfach. Es gibt einen Bus dorthin und die Haltestelle ist gleich hier in Port Pinta. Aber ja, du brauchst natürlich ein Busticket. Leider kann ich dir meins nicht geben, da die Tickets personalisiert sind. Weißt du was? Kauf dir doch eins. Der Notar hier in Port Pinta verkauft Bustickets. Wenn du es gekauft hast, kannst du hier im Apparat, am Apparat hinter mir aktivieren. Welchen Apparat? Kein Apparat. Doch. Nee, das ist die Rennstrecke. Hä? Okay, den Apparat werden wir dann wohl noch suchen müssen, wenn es soweit ist. Nun habe ich leider keine Zeit mehr, Susanne. Die Geschäfte rufen. Also kauf dir ein Busticket und aktiviere es hier am Apparat. Ach, der. So, ich musste jetzt gerade mal einen kleinen Cut machen, weil ich hier privat noch kurz etwas machen musste. Oh, die hat eine Maske auf sich gerade. Wenn ich mich jetzt gerade richtig dran erinnere, müssen wir uns hier erstmal ein Ticket holen. Bei diesem, ja, königlichen Möchtegern-Notar hier. So. Na komm, redest du mit mir? Tickets und Saisonkarten. Ob ich Tickets und Saisonkarten verkaufe? Ja, ja, freilich. Schau mal in meinem Geschäft und sieh nach, was du findest. So, der hat auch zum Glück nur einen. Ich habe nämlich vergessen, wo wir hin mussten. Das Busticket erlaubt dem Inhaber, aber L... Ach so, man kann das auch für Gold, also für Schilling bezahlen. Das ist gut. Mit den Bussen von Jorviks Verkehrsbetrieben zu reisen. Ja gut, wir müssen es jetzt. Ich würde es lieber nicht machen. Aber wir müssen es ja jetzt machen. Aber das bezahle ich auf jeden Fall mit Schilling. Ich muss mir auf jeden Fall so gut wie es geht meine Starcoins sparen. Habe ich jetzt das Busticket? Ja, ich habe es. Okay. Er guckt mich nur ein bisschen dümmlich an, deswegen... So... Muss ich den jetzt hier da hinten rechts, war das genau. So, ah ne, ja, ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht. So, einmal das Ticket. Och, dein Ernst jetzt. Ja, genau, zeig mir wieder nicht, was ich hier mache. So, Anforderungen erfüllt. Jetzt muss ich nochmal mit ihm reden, okay. Hallo. Hast du nun ein Busticket, Susanne? Gut. Und hast du es auch aktiviert? Ausgezeichnet. Dann kann es losgehen zum Shopping Center nach Jorvik City. Jo. Nö, komm mal nichts. Sehr gut, Susanne. Nun hast du ein Busticket und gültig ist es auch. Glaub mir, diese Busfahrer sehen aus 100 Meter Entfernung, ob ein Ticket gültig ist oder nicht. Beeil dich nun, dass du ins Shopping Center kommst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Bus fährt auf der anderen Seite der Brücke in Port Pinta ab. Geh einfach dorthin und warte, bis ein Bus kommt. Zeige dem Fahrer dein Ticket und schon bist du in 0, nichts in Jorvik City. Okay, fährt auf der anderen Seite der Brücke in Fort Pinta. Aber bleib nicht so lange dort. Denk an all die Kunden, die ich in der Zwischenzeit nicht übers Ohr hauen, glücklich machen kann, wenn ich keine Kleider zum Verkaufen habe. Mach's gut. Okay. Ach, das meinen die mit auf der anderen Seite der Brücke. Das soll eine Bushaltestelle sein. Okay, war die eben auch schon da? Jetzt mal ohne Scheiß. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So, dann gehen wir da mal hin. Stopp! Erstmal wollte ich mein Inventar hier nicht drin haben. Gehst du zurück? So, zweitens wollte ich da nicht vorlaufen.
Und drittens sind wir auf dem richtigen Weg. Warte hier, bis der Bus kommt, okay? Wann kommt denn der Bus?